Und zu den Beilagen: Knäckebrot, Kartoffel, Zwiebel, Butter, Tomate und Creme fraiche. Und natürlich, ich hoffe, man kann es sehen, die Büchse der Pandora. Bei der nächsten Einstellung. Die Öffnung. So, und jetzt wird ausgelost, wer die Büchse der Pandora öffnet. Na, Hat sich erledigt. Wir sind aus dem Schneider. So, jetzt wird noch mal schnell die Kamera umgestellt und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob ich jetzt scharf bin. 12 Uhr, das Essen ist fertig. Welcome back, wird jetzt der Österreicher sagen. Ich hoffe, mich hört man durch das Gebümmel, Gebümmel, Gebümmel. Aber naja, aber der Balken Josef will auch seinen Senf dazu. Es ist 12 Uhr, Zeit zum Essen. Greifen wir so. Das heißt unzugreifen. Ich wollte es gerade sagen, das Leben auf Zeiten. Ich würde mal sagen, das sind etwas drehen. Hat's gestellt, Mann. Ich bin ganz langsam, dass das ist. Boah. Bis jetzt ist noch keiner zu Schaden gekommen. Und übrigens, ich sitze auf dieser Seite. So Ja. läuft der. Jetzt schmecke ich es auch. Boah. Eine gewisse Beschreibung von. Geht das überhaupt? Moment. Schmeckt der ganze Jodelgramm, das Klimp. Ja. Also vergleichbar Gülle. Kläranlage. Ich will die Soße nicht angreifen. Aber ich muss sagen, so schlimm ist es gar nicht. Nein. Also jetzt war der Ja, ich stehe Durchschnitt. auf der günst ich sitze auf der günstigen Seite. Aber Warte mal, auf der anderen Seite ist es nicht schlimmer. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja, jetzt haben wir mal, die Dosen ist noch nicht offen. Genau, da brauchen wir was zum Aufmachen, gell? Zum Aufhebeln. Aber da. Das dürfen wir jetzt aber so irgendwann so durchziehen, dass wir trotzdem aufbringen. Entschuldigung, ich rede jetzt in meiner. Ja, Dialekt. Boah, kurz kommt auch schon hin. Das hakt sich aber Jetzt wieder, schauen ne? wir hier. Jetzt schauen wir mal. Ich übernehme gern die Dosen. Der hab ich mit. Beim Survival. Wenn man selber nicht auftreten, ne? No. Eye of the Kacke. So, die Verkanzi macht's gut da drin. Der hat auch einen Rückwärtsgang. Das ist ja das Positive. So. Oh, viel Teufel. Die Nahaufnahme kommt später. Also die Haut ist schon, ist nicht mehr, sieht man Boah. nicht mehr. Blubbert. Läuft. Boah. Boah, jetzt wird's unreinig.
Oh. Ja, ich habe das Glück, weil wir haben Kotzkind. ja. Genau, Test, Test. Mitz, 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 Mitz. Na, nicht na. Die kann bayerisch. Was sie sagt, ist nein. Na, sag na. Und? Magst du es? Jetzt geh wieder runter. So, naja. Mal zum eigentlich los noch mal eine holen, ne? Dass du meinen ganzen Dunst da kriegst. Ich glaube, das machen wir nicht, oder? Wir fangen Gruppenkuscheln. Boah, das schaut aus wie gespielt, ne? Boah. Aber ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ja, also es geht. Entschuldigung, ich rede jetzt die meiste Zeit vermutlich bayerisch. Es geht Wenn ihr eigentlich, ja. mal etwas nicht versteht, der Andi, der Onkel Andi von Oberpfalz Barbecue, der wird es euch übersetzen. Der schmeißt nur bayerisch. Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich habe es mir Das, schlimmer ja. vorgestellt. Es geht, es ist zum Das, Aushalten. ja, geht, ja. Jetzt holen wir mal die Zutaten, die Beilagen, die Unterlage. Und dann sehen wir mal. Jetzt kommt die andere Aufgabe. Mal sehen, wie das ausgeht. Ich hoffe, mich kann man hören. Laut nach den Schweden, man nehme ein Knäckebrot. Das ist noch die leckere Art. Also ich muss sagen, bei mir drüben Nur das Ding immer. fehlt nichts. Das Das Ding klingt schon, immer. oder? Wir haben anschließend nochmal die Zwangsstocher sprechen lassen. Wer links und wer rechts von der Büchse sitzt. Diese Büchse. Ja. Geht schon los. Ja gut, da kommt jetzt mal Butter drauf. Dann, wie ich es gesehen habe, Mifra. kommt ihr wunderschöner Creme fraiche. Der Johnny würde jetzt sagen, ein bisschen Gemüse für die Mädels. Ist eigentlich super. Passt. Jetzt haben wir nicht der Kinderschlimmste. Ja, das ist. Ich halt das Ding jetzt da nicht um, Dame. Ich war da schon so gemein gewesen. Hätte da den Nosen drüber gelassen müssen. Aber Dankeschön. Problem. Dann noch ein paar, eine Kartoffel. So schlecht, ja, das ist nicht einmal aufzumischen, gell? Na, da war ich auch noch dabei, ne? Aber. Das ist wie beim Kleingedruckten. Beim Versicherungsmakler hört sich das immer so schön an.
Ihr könnt gerne unter die Kommentare schreiben, wenn ich was falsch mache. Dann wiederholen wir das Ganze. Mit ich bin Betzeles, so heißen die Viecher. Genau. Wie man nicht weiß, wie es essen geht. Aber weißt du, was der Vorteil ist, wenn es ja, das Ding, da ist alles drin, Roggen und alles. Ja, das ist komplett alles. Boah, jetzt wird er wohl rein. Roggen. Jo, schaut so. 2,50 € in Angebot. Da man nicht doch weiß, wo ich essen. Den ersten Büssen müssen wir aber immer überlassen. Ne? Mhm. Das machen wir alles miteinander. Jetzt fängt es an. Ja, Freilich, wir warten zuerst, was ausgeht. Aber ja, beim Kneckebruch bin ich ja noch dabei. Ne? Bloß nicht schnaufen. Ups. Bloß nicht schnaufen. Und das ist so Strömen. Viel Spaß. Wenn ich es falsch ausspreche, könnt ihr das auch unten in die Kommentare schreiben. Und ein Däumchen nach oben wäre schön. Wer einen Daumen nach unten gibt, soll auch in die Kommentare schreiben, warum. Sollte kurz Tüten halten. Manche Sachen muss man vorbereiten. Ich glaube, ich rutsche jetzt erst einmal den Millimeter. Und, komm, komm jetzt. Ja, komm, komm. Wirf dich, der Ball kommt. Muss was da für eine Stange ist? Können wir da gerne tauschen? Du hast dich ja für diese Seite entschieden. Dunkle Seite der Macht. Ja. Schnupfen. Aus! Bin ja nur dabei soweit. Ne? Das Einzige, was jetzt fehlt, ist was zu trinken. Tolle. Es fehlt der Gröle, der Abschluss. Der Schnaps. Gibt's am Schluss jetzt hinten da gibt's einen Schnaps und Wodka, habe ich aber keinen. Himbeergeist haben wir. Cool. Der kommt in den Rippel. Oh, und der Gestank. Der ist heftig. Boah,
den gehst du aus, oder den Fisch? Der Vieh hast du da. Ja. Gut. Echt gut. Angeblich mal mal salzig sein. Schauen wir mal. Ich bin heute versalzt. Wir haben aber extra viel Tomaten drauf. Aber ich stink gut bei dir raus. Das heißt, die dürfen jetzt da an, außer da, oder? Ja. Dankeschön. Dankeschön. Tja, schauen wir mal. Jetzt zwar nicht wieder nachknüpfen, das geht ja wirklich so nach. Ich habe mir heute Abend ein Video angesehen. Das Schlimmste sollen dann das Hochstoßen sein. Also Kopra auf Bayerisch. Du musst mir eine Hoffnung. Ob ich so ganz? Was ist jetzt ein. Also eine halbe Seite? Von den Hering? Läuft? Ich will nicht mehr Kanon raus, die brauchen Eier. Den hast du da schon auf dem Zeug? Da ist ein Knacken mit dabei. Ist der Knicker? Ja, der hat ja einen gelegt. Der hat einen Gell, du bist doch Angler. Ja, das schon, gell, aber. Wirkst du mal? Das ist schade, Mann. Das ist wie auf jedes Zeichen. Ist ja jeder erst dann raus, oder? Ah, genau, du machst sogar Zwiebel, oder? Doch, doch. Leber und Zwiebelweih. Leber jetzt und Zwiebelweih. Sehr ein Fisch. Ratsam. Okay, ich tast mich nochmal langsam vor. Oh. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn man daran direkt riecht. Aber so. Wenn ich irgendwann nach Schweden komme. Na, ja, wundert er? Mir klang das bisschen rot auf der Grube, haben, ehrlich gesagt. Es ist was um. Nicht viel, aber es ist was. Ein Migras, das doch voll schon, ne? Also. Cheers. Cheers, wir sehen uns auf der anderen Seite, ne? Boah! Boah! Naja. Kann ich mir schlimmer vor. Toll. Wenn du dabei beißt. Ja, so ist er nicht schlecht, sag ich mal. Mit die Beilagen, würde ich mir. Boah! Ne? Na gut, ich werde jetzt hier auch das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und frohe Weihnachten und ein Servus vom Hobbyschmied.